Willkommen zu einem neuen Video bei Sapiens Parabellum. Heute geht es um ein wichtiges Thema, die vier Gebote für einen sicheren Umgang mit Feuerwaffen. Wie gesagt, heute geht es um ein ernstes Thema, deshalb gibt es keinen einleitenden Gag. Das Video möchte ich aus ein paar Gründen schon länger machen. Erstens, wenn ihr neu seid in der Materie des Schießens, dann könnt ihr euch hier mal die ersten Informationen holen, eben die vier Gebote, die Grundlage für den Umgang mit Feuerwaffen. Zweitens ist das Video auch für erfahrenere Schützen zum Teilen gedacht. Wenn ihr auf den Schießplatz geht mit Leuten, die vielleicht noch nie geschossen haben oder schon länger nicht mehr geschossen haben, dann schickt ihnen einfach das Video, sie können es sich daheim in Ruhe ansehen und die Informationen schon mal sickern lassen. Das führt uns auch zu Punkt 3. Wir die Jungs von Sapiens Parabellum machen immer mehr Schießtrainings und auch da können wir das Video ab jetzt an unseren Schülern schicken, um wertvolle Ausbildungszeit am Schießplatz zu sparen. Und in letzter Instanz natürlich auch können andere Schießtrainer herzlich gerne dieses Video teilen aus denselben genannten Gründen. Grundsätzlich funktioniert alles mit Hausverstand. Es ist alles sehr logisch. Ja, die Waffe nicht auf Personen richten und so weiter. Aber trotzdem merkt man das immer wieder, dass bei alten und auch neuen Schützen es immer wieder eklatante Sicherheitsmängel gibt. Deshalb mache ich jetzt einmal dieses Video. Wie gesagt, die vier Gebote sind immer gültig und werden sich wahrscheinlich bis ins Zeitalter der Laserwaffen oder sogar darüber hinaus erhalten. Kommen wir gleich zur ersten Regel und die lautet: Betrachte alle Waffen als geladen und kenne den Ladezustand deiner Waffe. Das heißt, grundsätzlich das Verständnis muss vorausgehen, dass das ein Instrument ist, mit dem wir arbeiten, das sehr gefährlich sein kann beim falschen Umgang. Somit, selbst wenn der Ladezustand frei und keine Gefahr von der Waffe ausgehen kann, spielen wir damit nicht rum. Auch beim Trockentraining, wir vergewissern uns, es ist eine echte Waffe. Grundsätzlich zum Hantieren vor jeder Waffe ist natürlich das Sicherheitsüberprüfen relevant. Das gehen wir jetzt einmal kurz gemeinsam durch. Dazu schaut das wie folgt aus. Es gibt grundsätzlich drei Ladezustände. Wir haben geladen, das bedeutet, wir haben ein volles Magazin an der Waffe und eine Patrone im Laderaum. Dann gibt es den Zustand halbgeladen, das bedeutet, es befindet sich ein volles Magazin im Laderaum, volles Magazin an der Waffe, aber keine Patrone im Laderaum. Und dann gibt es eben Sicherheit, sichere Waffe, Waffe frei, lauffrei. Das bedeutet, die Waffe hat kein volles Magazin an der Waffe und auch der Laderaum ist frei. Ich zeige das jetzt gleich mit meiner normalen Waffe vor. Zum Sicherheit überprüfen zeigt die Waffe immer in eine sichere Richtung. Das bedeutet, am Schießplatz bin ich vor meiner Feuerlinie oder beim Hülsenfang, bei der Entladestation. Und vor mir bewegt sich auch nichts, ich habe wirklich eine freie Bahn. Schritt Nummer 1, Magazin abnehmen und ablegen. Danach repetieren wir zweimal. Grundsätzlich ist die Waffe jetzt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit entladen, aber wir wollen hundertprozentige Sicherheit. Wir möchten verantwortungsbewusste Waffenbesitzer sein und deshalb machen wir den 100%-Check. Wir bringen den Verschluss in rückwärtige Stellung, blicken einmal in den Magazinschacht, einmal in den Laderaum, schauen 90 Grad weg und machen den Blick ein zweites Mal. Warum? Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwie Stress habt, mal kurz auf die Uhr schaut oder vielleicht am Handy und dann nach ein paar Sekunden nochmal schauen müsst, weil ihr euch einfach die Zeit nicht gemerkt habt. Um diese Automatisierung hier beim Sicherheitscheck zu verhindern, machen wir das eben so. Blick, Blick, wegschauen, Blick, Blick. Ja? In der Abendzeit, in dunklen Stunden, kann man natürlich auch mit dem Finger kurz überprüfen drinnen. Wichtig dabei, lasst den Verschluss nicht nach vorne schnellen, weil sonst verletzt ihr euch. Wäre jetzt eine Patrone im Laderaum gewesen, lasst sie einfach rausfallen auf den Boden und hebt sie dann im Nachhinein erst auf. Soll euch jetzt gar nicht viel berühren. Und jetzt wissen wir, dass wir lauffrei Sicherheit vorhanden an der Waffe haben. Zum Ablegen gleich, wenn ich sie am Schießplatz verwahre, die Waffe, lebt sie entweder im Holster, oder sie ist mit dem Verschluss in rückwärtiger Stellung, kein Magazin an der Waffe, hinten abgelegt mit dem Lauf in eine sichere Richtung. Damit kommen wir auch schon zur zweiten Regel.
die da lautet: Kreuze nie etwas mit deiner Waffe, dass du nicht auch, auf das du nicht auch schießen würdest. Streifen, Kreuzen, im Englischen Flagging genannt, bedeutet, dass, also die, die beim Militär waren, kennen sicher den Begriff Laufdisziplin, das bedeutet, dass der Lauf niemals etwas streift, auf das ich nicht schießen würde, sprich sensible Sachen, besonders natürlich Menschen, mich selber oder andere. Ja, ist eine relative Hausverstandsregel. Wir werden dann im Anschluss nach den Sicherheitsregeln kurz einen Durchgang machen, einen Schießdurchgang mit einer Dummy-Waffe, die ich eigens dafür mitgenommen habe, deshalb liegt sie auch verkehrt. Das ist nur eine Plastikwaffe, die für den Nahkampf da ist, keine echte Waffe. Zur dritten Regel gleich, Finger lang, die von euch, die beim Militär waren, werden diesen Ausdruck sicher kennen, bedeutet, der Finger bleibt am Griffstück liegen und betätigt nur dann den Abzug oder ist nur dann am Abzug, wenn ich auch in der Absicht bin, einen Schuss abzugeben. Ansonsten, wie gesagt, ich zeige das jetzt mit der Dummy-Waffe vor, ruht der Finger am Griffstück hier, niemals hier am Bügel oder gar am Abzug. Ganz wichtig, der Finger sucht sich immer eine Position, wo er sich ein bisschen ausruhen kann. Wenn ihr ein bisschen erschöpft seid nach einem Schießdurchgang etc., dann fehlt nicht viel, dass er von hier dann auf hier kommt. Und somit bleibt der Finger immer am Griffstück. Und erst wenn die Schussbahn hundertprozentig frei ist, ich einen sicheren Kugelfang habe und die Visierung auf meinem Ziel ist und ich schießen will, dann kommt der Finger auf den Abzug. Dann kommen wir auch schon zur Regel 4, wie wir gerade schon erwähnt haben, kenne dein Ziel. Das Ziel muss klar angesprochen sein. Das lernt man beim Jagdkurs ganz oft, wenn man das Wild irgendwo auf der Bergkuppe stehen sieht und man schießt drauf und dann fällt das Wild und dahinter befindet sich dann die Ortschaft, auf die man vielleicht gar nicht geachtet hat. Das heißt, wenn ich einen Schuss abgebe, muss ich das Ziel klar identifizieren können. Ich muss wissen, dass meine Schussbahn frei ist und ich muss wissen, wo die Kugel hinwandert. Wie schon erwähnt, wir sind verantwortungsvolle Waffenbesitzer. Das heißt, ihr müsst wissen, dass ihr für jede Patrone, die den Lauf verlässt, dass ihr hundertprozentig dafür verantwortlich seid. Das heißt, in einer Selbstverteidigungssituation vielleicht, ihr schießt auf etwas, das Projektil durchschlägt das Ziel, durchschlägt eine Wand und trifft eine Person, die sich dahinter befindet, dann seid ihr dafür verantwortlich. Das heißt, hier wirklich denken vorm Schießen. Gut, ich wiederhole nochmal ganz kurz alle 4 Regeln, bevor wir den Durchgang machen, wo ihr dann vielleicht den einen oder anderen Fehler erspähen könnt, vermutlich alle. Erste Regel, betrachte alle Waffen stets als geladen und kenne immer den Ladezustand deiner Waffe. Regel Nummer 2, kreuze nie etwas, auf das du nicht schießen möchtest. Drittens, Finger lang. Und Nummer 4, kenne dein Ziel, klare Zielansprache. Gut, ich mache jetzt eben wie erwähnt mit meiner Dummy-Gun, nochmal, das ist Plastik, einen trockenen Durchgang, jetzt in diese Schussrichtung und ich werde dazu sprechen, was ich mache und ihr könnt einfach mal sehen, ob ihr den einen oder anderen Fehler seht und wir gehen dann einfach ein paar No-Gos durch, damit ihr schon mal sehen könnt, was ich so an Fehlern immer wieder einschleichen oder was ich immer an Fehlern wieder sehe. Gut, Schießplatz, ihr steht an der Feuerlinie. Schussfeld ist frei, es ist niemand mehr vor euch, Trefferaufzeige machen oder Ziele auftackern. Feuer frei, ihr zieht die Waffe, bringt sie in Anschlag, geht damit nach vorne, zielt, zieht ab, bringt die Waffe retour und holstert sie. Gut, welche Fehler habt ihr entdeckt? Gehen wir es der Reihe nach durch. Erstens, beim Waffe ziehen habe ich mich zum ersten Mal hier gekreuzt, meine Hand. Absolutes No-Go. Zweitens, ich habe die Waffe ausgestreckt und den Abzug bereits betätigt, also den Finger bereits auf den Abzug gelegt, bevor ich überhaupt meine Visierung abgeschlossen habe. Auch ein No-Go. Erst, wenn ich das Ziel klar im Blick habe, dann kommt der Finger auf den Abzug, wenn ich schießen will. Nicht davor. Ansonsten ruht der Finger hier entlang des Griffstücks. Dann der Fehler beim Zurückziehen, war der Finger noch am Abzug. Sobald ich meine Schüsse abgegeben habe, wird der Finger wieder lang und ich bringe die Waffe kontrolliert zurück. Und auch beim Holstern habe ich hier nach hinten gegriffen und erneut meine Hand gekreuzt. Wie gesagt, das waren jetzt schon einige No-Gos, die ich immer wieder beobachten kann. Andere Beispiele sind zum Beispiel an der Feuerlinie, es wird entladen, Magazin abgenommen, zweimal repetiert
Und oft ist es so, dass sich manche Personen, wenn sie neu in der Materie sind, mit dem Repetieren nicht ganz einfach tun und dann anfangen, hier die Waffe irgendwie zu verkanten und entweder auf die anderen Schützen zielen, vielleicht im schlimmsten Fall sogar, oder im anderen schlimmen Fall sogar auf sich selbst, irgendwie hier in ihre Hüfte oder in ihren Unterkörper, Unterleib zielen. Ne? Hier absolutes No-Go. Was auch natürlich oft vorkommt, ist irgendein Hantieren an der Waffe. Nochmal zur Wiederholung, die Waffen befinden sich entweder hinten abgelegt, an einem sicheren Bereich, Lauf oder Verschluss ist in rückwärtige Stellung gebracht, Magazin ist abgenommen oder die Waffe lebt im Holster. Es gibt kein Hantieren irgendwo, wenn ihr irgendwas üben wollt, dann sagt das den anderen, geht vor zur Feuerlinie, schaut, dass niemand vor euch ist und dort könnt ihr eure trockenen Durchgänge machen, dort könnt ihr auch was üben. Was nicht geht, ist irgendwo hinten am Schießplatz mit der Waffe irgendwie herumhantieren. Ja? Gut, das war es im Allgemeinen schon. Ich wiederhole nochmal ganz kurz die Regeln, damit ihr sie euch wirklich einprägen könnt. Erstens, betrachte alle Waffen stets als geladen und kenne deinen Zustand, den Ladezustand deiner Waffe. Zweitens, kreuze nie etwas, auf das du nicht auch schießen würdest. Drittens, fingerlang. Und viertens, kenne dein Ziel, klare Zielansprache. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es noch irgendwelche Anmerkungen gibt, könnt ihr sie unten in den Kommentaren hinterlassen. Wenn euch das Projekt Sapiens Parabellum gefällt, unterstützt uns mit einem Like, mit einem Kommentar, teilt unsere Videos, beziehungsweise könnt ihr auch auf sapiensparabellum.com ein paar T-Shirts bestellen. Wir betteln nicht um Geld, wir bieten euch ein bisschen was dafür an und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen.